So, ich bin jetzt am Bahnhof in Neuhaus beim Schliersee und habe mein E-Bike mitgenommen. Also ich fahre jetzt erst einmal Richtung Freudenreichalm. Das ist die richtige Richtung zur Freudenreichkapelle. Jetzt bin ich da mit meinem E-Bike da die Strecke raufgefahren Richtung Freudenreichalm. Das mit dem E-Bike, das ist natürlich schon eine wunderbare Sache. Normalerweise ohne Motorunterstützung da ich mich da jetzt blank ohne Ende. Man schnauft so, ich schnaufe zwar so auch ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so tragisch. Aber jetzt habe ich mich natürlich gleich mal verhaut, weil da geht es jetzt halt Richtung Greinsberger Alm und das ist eigentlich falsch. Ich muss jetzt noch mal ein Stück runterfahren, weil da war ein Abzweig, den habe ich irgendwie versandt. Da muss ich ja, jetzt habe ich die Abzweigung gefunden, aber da muss ich ein Stück schirmen, weil das zu viel Geröll ist. Und, also mit dem Mountainbike kann man da schon fahren, aber mit meinem ist das eigentlich nichts Gescheites. Das schirme ich aber. Jetzt bin ich wieder auf der richtigen Strecke. Die Schiebestrecke hätte man eigentlich ersparen können, aber dann hätte ich ein bisschen einen Umweg fahren müssen. Und das habe ich jetzt gerade erst auf der Karte gesehen. Das ist auch nicht so logisch gewesen. Und jetzt also fahre ich wieder Richtung Freudenreichalm auf der regulären, das ist auf der Forststraße halt. Bei der Freudenreichalm, da habe ich jetzt mein Radl hingestellt und jetzt geht es noch auf zur Freudenreichkapelle, da wo ich dann mein Buch wieder abgebe. Das ist nämlich meine Mission heute, weil ich habe nämlich die Alpenüberquerung, das Buch, von da oben mir ausgeliehen und das will ich jetzt wieder zurückbringen. Muss ich mal meinen neuen GoPro-Köcher vorstellen, den ich morgen mal gemacht habe. Der ist eigentlich, habe ich eigentlich fürs Radl gedacht, aber man kann ihn genauso gut am Rucksack montieren. Und so schaut der aus. Und da kann ich halt, wenn ich meine Arme frei haben will, stecke ich da einfach dann meine GoPro mitsamt dem Stativ da rein. Das ist eine gute Sache. Und da ist jetzt die Freudenreichalm. Da oben sieht man jetzt schon die Silhouetten von der Freudenreichkapelle. Also auf dem Film natürlich nicht. Aber in Wirklichkeit sieht man es. Heute ist der Steig, normalerweise ist der Steig schon ziemlich batzig, aber heute geht es eigentlich. Ist er doch schon ein bisschen wieder trocken geworden, weil die letzten zwei Wochen hat es eigentlich fast nur noch geregnet.
Und hinten ist auch ein Gipfelkreuz. Das schaut mir auch interessant aus. Ich weiß nicht genau, was das für ein Berg ist. Ja, da hat mir jetzt der Matsch wieder eingeholt. Das ist halt einfach ein Matschweg dann auf. Das ist jetzt der Barzweg, wo ich letztes Mal noch so viel, wie ich letztes Mal da gegangen bin, da habe ich ungefähr 10 cm Barz an den Schuhen gehabt. Heute geht es eigentlich, das ist so Lehmboden. Das war wahrscheinlich ein super Barfußweg. Stimmt angenehm auf die Sohlen, aber Barfuß ist zu rutschig. So, jetzt bin ich gleich bei der Freudenreichkapelle. Heute hat man sogar eine super Aussicht. Da hinten Brecherspitz. Da ganz hinten Wendelstor. Ja. Darüber Spitzingsee und da oben ist der Gipfel, den ich gern einmal besteigen möchte. Muss ich mir noch genau schauen. So, jetzt kommt das Buch, das was ich mir letztes Mal ausgeliehen habe. Alpenüberquerung live von Matthias Bargel. Danke, lieber Herr Bargel, für das schöne Buch. Hat mir viel Spaß gemacht, das zum Lesen. Und ich werde es jetzt wieder genau da hinbringen, wo ich es her habe. Und hoffe, dass noch viele andere damit Spaß haben werden, weil das wirklich schön zum Lesen ist. Und super geschrieben ist. Also das ist die Beschreibung von einer Alpenüberquerung von München zum Gardasee in 34 Tagen. Ich habe es gern gelesen und jetzt kommt er gern wieder da hin, wo ich es geholt habe. Und zwar genau da von dem kleinen Erker raus. Die obere Freudenreichalm. Und da gehe ich jetzt nicht runter zur Freudenreichalm, sondern ich gehe jetzt in die Richtung, damit ich auf den Gipfel komme, muss ich jetzt erstmal dann aufgehen auf Richtung Spitzingsattel oder obere Firstalm. Und dann muss ich mich weiter orientieren. Thank you.
Das ist ein Riesenspermerl. Und das ist ein... Recht nicht gut. Da vorne müsste jetzt die Firstalm sein. Und da oben rechts sieht man den Gipfel, da wo ich hin möchte. Bin jetzt gespannt, wie das da weitergeht. Das ist jetzt das Kreuz an der oberen Firstalm. Genau 1370 Meter und meine Uhr zeigt auch dieselbe hier genau. Also haut das schon mal gut hin. Da oben geht es noch auf zur Brecherspitze. Und ich gehe jetzt da vorne den Weg, den kleinen, Richtung Bodenschneid. Bodenschneidhaus. Also, das ist also der Sommerweg zum Bodenschneidhaus. Nur für Geübte bin ich sehr nass und rutschig. Das dankt mir ungemein. Und dann schauen wir mal. Das ist auch dankt. Es ist schon batzig und es ist auch rutschig, aber jetzt nicht so tragisch. Aber ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt einmal eine Zeit lang, wenn es regnet oder wenn es vorher schon mal geregnet hat, dann schaut die Sache anders aus. Da steht sogar mitten in die Berge eine Badwanne. Da könnte ich mir direkt bauen. Aber da habe ich jetzt keine Lust dazu. Aha, da vorne ist jetzt die Bodenschneider. Das Bodenschneidhaus. Genau. Okay. Also was ich am Plan gesehen habe, müsste ich jetzt eigentlich zum Bodenschneidhaus gehen und dann von dort aus müsste jetzt also direkt einen Weg rüber gehen zum Freudenhaus. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man auf dem Weg geht, der wo nicht markiert ist.
beziehungsweise wo man auch gar nicht sieht, dass ein Weg vorhanden ist. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Normalerweise hast du ja immer Wegmarkierungen. Jetzt kann man, ich meine, ich weiß die Richtung, man sieht ja die Boden, Freidenreichalm. Und ich denke mal, das ist, weil das heißt ja Winterweg. Und wenn Schnee liegt, macht es ja auch keinen Sinn, irgendwelche Sterne zu markieren. Und deswegen ist dann da auch keine Markierungen da. Aber das kann man auch trainieren, dass man ein bisschen aufkriegt, wie die Geländegegebenheiten sind, dass man halt so den besten Weg findet. Schließlich ist doch noch ein Weg draus geworden. Ich finde es einfach wunderbar, was ich heute für eine schöne Rundtour gemacht habe. Erstmal zur. Und ich habe das alles im Blick. Da oben sehe ich jetzt noch die Freidenreichkapellen, da wo ich heute oben war. Ja, und dann bin ich wieder da runter und dann habe ich da so eine Rundtour gemacht über obere Firstalm. Dann bin ich da oben oberhalb vom Wald bin ich rüber zur Bodenschneidhaus. Und jetzt gehe ich wieder einen anderen Weg runter zur Freidenreichalm und da schließt sich jetzt der Kreis dann und dann fahre ich mit dem Radl wieder runter zum Neuhaus. Also optimal, schöner Rundweg war das. Da vorne ist jetzt die Freudenreichalm.